Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tinkertown. Eigentlich wollte ich was ganz anderes spielen. Eigentlich wollte ich nämlich Cyberpunk spielen, aber Cyberpunk funktioniert bei mir nicht, da ich Windows 8 habe. Und Cyberpunk auf Windows 7 und auf Windows 10 funktioniert, aber nicht auf Windows 8. Tja, jetzt muss ich mal gucken, ich kann leider nicht updaten auf Windows 10, könnte man ja tatsächlich sogar noch machen, auch umsonst, scheinbar. Aber da ich ja gerade meine Masterarbeit schreibe, ist es mir zu gefährlich, jetzt irgendwas an meinem PC zu verändern. Und deswegen, ja, falls dann halt nichts mehr funktioniert, auch weil ich vom Windows 8 die Lizenz nicht mehr habe. Tja, deswegen wird Cyberpunk erstmal eine ganze Weile nichts. Pech gehabt. So, ich brauche ein paar Materialien. Ist echt scheiße, ich habe mich so sehr gefreut auf Cyberpunk. Ah, ich könnte echt, ich habe fast geheult gerade. Jetzt versuche ich mich mit Tinkertown ein bisschen abzulenken. Ich hoffe, das wird funktionieren. Schauen wir mal. Cyberpunk wäre natürlich schön gewesen, aber naja, soll wohl einfach noch nicht sein. Das heißt, frühestens im März dann, weil dann erst meine Masterarbeit vorbei ist und ja, ich dann quasi ruhigen Gewissens an meinem PC rumbasteln kann. An meinem Laptop, nicht an meinem PC. So, ich habe ja nur den Laptop. So, wir sammeln ein paar Sachen. Dann werden wir mal gucken, dass wir uns eine Ausrüstung zimmern. Wir spielen jetzt Tinkertown und wollen nicht die ganze Zeit über Cyberpunk reden. Muss mir aber doch erstmal ins Place reinziehen. Gibt ja nicht zu wenig momentan. Jedenfalls will ich mich gerne ausrüsten, um dann mal hier ein bisschen durch die Welt zu stapfeln und mal zu gucken, was wir hier so Schönes entdecken können überall. Bin sehr gespannt, was überhaupt schon möglich ist zu entdecken. Das weiß ich nämlich gar nicht. Ob man denn jetzt schon auf andere Biome und so weiter treffen kann. Das werden wir dann alles sehen. Auf jeden Fall müssen wir Metalle sammeln. Ich glaube, ich muss mir eine Kupferaxt machen. Wie heißt das denn auf Deutsch? Mensch, eine Pickaxe. Nee, nicht Pickaxe. Ich weiß es gerade nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ja, da brauchen wir ein bisschen Kupfer. Damit wir uns da eine bessere Spitzhacke. Mensch, jetzt habe ich es. Damit wir uns da eine bessere Spitzhacke machen können. So. Bei der Ausrüstung, ja, wir haben kein Leder oder so. Das heißt, wir müssen noch Ausrüstung aus Holz, glaube ich, dann nehmen. Oder aus Kupfer, wenn wir ein bisschen was über haben. Ist jetzt halt die Frage, wie viel ich hier so im Umkreis zusammenrotte. Ich versuche alles, was in der Nähe ist, zu nehmen, ohne jetzt zu weit davon zu stapfen. Schauen wir mal. Ich weiß, da links ist was. Ich guck mal eben. Okay, da komme ich wieder nicht vorbei. Gehe ich erstmal hier hin. Da ist auf jeden Fall noch Kohle, das ist auch gut, auch wenn wir aus Holz was machen können. Aber ich glaube, Kohle ist noch ein bisschen, ja, effektiver. Und kostengünstiger vielleicht auch. Aber bis jetzt, monstermäßig, hält sich ja hier echt in Grenzen. Also, die paar Goblins, die hier mal überall rumzischen und die paar Schleims. Ich hätte gerne mal eine Fledermaus. Wir bräuchten halt wirklich Fledermäuse für die Wings, die die haben. Oh. Aber, wo sind die? Ich würde gerne die Bärchen hier hochziehen, falls wir verletzt werden und was essen müssen. Es war auch gerade gar nicht so einfach, ins Spiel zu kommen. Es ist immer noch so ein bisschen problematisch hier. Multiplayer hat ja auch nicht funktioniert mit Standi, als wir es versucht hatten. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre. Dann wollte ich mich gerade halt einfach nur in mein Singleplayer-Spiel einloggen. Ging nicht. Dann kam so schnell die Fehlermeldung, dass ich tatsächlich einen Screenshot machen musste, um es dann bei Paint einzufügen, damit ich sehe, was überhaupt die Fehlermeldung ist. Und dann stand da ein Hinweis, dass man es halt quasi so versuchen kann, dass man in einen Multiplayer reingeht und dort auf seinen eigenen Server zugreift über die IP-Adresse. Das ging dann zum Glück. Da hat es auch sofort funktioniert. Aber es ist ein bisschen... Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich nicht mehr mein Spiel laden kann tatsächlich gerade. Ist ein bisschen seltsam hier mit dem Ganzen. Da klappt irgendwas immer noch nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Also ein paar Sachen. Okay, haben wir hier noch irgendwas was? Und ja, ich weiß nicht halt, ob es jetzt lag oder nicht. Also ich habe gerade eine Testaufnahme gemacht, da sah es gut aus. Ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt wieder hier rumlaufe und Sachen geladen werden, wenn hier der schwarze Nebel verschwindet, ob dann quasi vielleicht es wieder ruckelt. Könnte natürlich gut sein, dass es daran liegt, wenn Sachen aufgedeckt werden. Das kann ich leider erst nach der Folge sehen. Ich wollte jetzt nicht hier durch die Welt rennen und gucken, ob es dann ruckelt oder nicht, weil dann hätte ich ja allein schon so viel aufgedeckt. Und ich hoffe mal, dass es nicht so viel störend ist. Oft stehen wir ja auch hier rum. Gut, wenn ich jetzt erkunden gehe, ist natürlich ein bisschen doof. Dann wäre doof, wenn es die ganze Zeit ruckelt. Oh, wir haben nur zweimal Kohle. Ja, das ist natürlich unpraktisch.
Dann muss ich erstmal tatsächlich ein wenig Holz zur Kohle ver... mache ich das nicht auch an dem Ding hier? Warte mal. Oder nicht? Ach da, Kohle. Okay, gut, dann muss ich jetzt leider unser wohl erarbeitetes Holz tatsächlich zur Kohle verwenden, umswitchen. So, okay. Wie viel haben wir jetzt? 14 Stück haben wir. Okay, gut. Dann gucken wir mal hier. Ich kann ein Zirklet machen, aber was bringt mir das? Das steht da leider nicht. Okay, dann mache ich es auch erstmal nicht. Ich würde jetzt erstmal gerne nur Sachen machen, die auch was bringen. Okay, ich brauche nur Holz. Dann können wir auf jeden Fall eine bessere Spitzhacke machen. So. Dann, ja, vielleicht nicht direkt hier vor der Haustür. Die finde ich eigentlich ganz schön. Vor allem die roten Bäume. Dann kriegen wir nachher kein Sapling. Wäre schade. Wir haben anderen Sapling bekommen, sehe ich gerade. Wartet mal. Kann ja den hier mal irgendwie dazustellen. So. Vielleicht haben wir sogar noch ein paar Saplings im Inventar. Können wir gleich mal gucken. Ich weiß nicht. Man kriegt scheinbar nicht jedes Mal ein Sapling. Das scheint auch, ja, Zufall zu sein, ob man ein Sapling rauskriegt oder nicht. Deswegen will ich nicht alles hier abholzen. Zumindest nicht ganz nah am Haus. Also das hier geht ja noch. Man kriegt auch relativ viel. Wir haben jetzt schon wieder 20 Holz. Also das ist tatsächlich mit einem Baum kriegt man da sehr viel raus. Sehr schön. Ist die Musik im Hintergrund zu leise? Ich kann sie gerade nicht lauter machen, leider. Ihr wisst ja, wenn ich das mache, stürzt OBS ab. Ja, das ist auch immer noch leider so ein Ding. Es ist auch immer noch so. Da kann ich leider immer noch nichts gegen tun. So, jetzt haben wir zumindest eine Copperpickaxe, aber für alles andere reicht es schon wieder nicht mehr. Oh, schade. Na gut, dann gehe ich mal zu unserer Werkbank. Zu unserer Werkbank. Dann könnte ich ja die andere Spitzhacke auch lassen, ne? Ich glaube, die gehen ja nicht kaputt, oder? Dann. Ach, wir haben hier drin gar keine Kisten. Vielleicht sollte ich mal hier ein paar. Ach so, da ist was drin, ne? Ah. Warte mal. Ich pflanze einfach mal eben die Saplings. Ach so, na, es muss auch auf so einer Fläche sein, okay. Huch, habe ich es schon wieder auf mich draufgestellt, den Baum. Ein bisschen aufpassen. So, haben wir hier einen kleinen Wald angelegt. Jetzt ist die Tonne frei gewesen, ne? Müssen wir erstmal vielleicht. Oh, das war doch. Ach, stimmt, ich habe nur einen Sapling rausgenommen, mehr nicht. So, erstmal so. Ah, ich guck mal kurz. Das Birdhouse können wir noch aufstellen. Oh, nicht gegen den Bogen, bitte. Das Ding kann ich auch aufstellen. Das Birdhouse würde ich gerne hier genau vor die Tür stellen. Auch wenn da jetzt vielleicht keine Vögelchen reinkommen, ist mir egal. Das stelle ich dahin, damit die Goblins genau wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Eine Kiste können wir eigentlich hier nehmen, die Schmiede. Die werden wir jetzt noch nicht umstellen, denke ich. Ich mache mal hier die Säule, nehme ich mal mit. So. Zaun geht ja noch nicht. Den würde ich dann hier eigentlich ganz gerne tatsächlich, dass das so hier und hier irgendwo, dass wir hier sowieso einen Vorgarten haben. Könnten wir eigentlich auch jetzt noch machen. Holz haben wir genug. Wo haben wir denn hier so ein bisschen. Wo ist denn das? Wo haben wir es denn? Nee, wenn es dort nicht. Wo ein Shield wäre vielleicht auch. Ah, da brauche ich auch Leder. Ah, hier haben wir eine Kiste. Warte mal, dann machen wir mal eine Kiste. Oh, die hat sehr viel gebraucht. Oh, jetzt kriegen wir auch größere Kisten. Okay. Die wir uns gleich geben können. Bonfire. Hatten wir das schon? Nee, oder? Archery-Target. Auch schön. Da kann man vielleicht sogar üben. Weiß ich nicht. Machen wir mal 8. Ich weiß nicht, wie viel wir davon brauchen. Okay, das war es jetzt leider auch schon wieder. Dadurch, dass ich die Kiste. Die Kiste würde ich gleich hier gerne daneben stellen. So, dann können wir jetzt hier die Sachen reinstellen. Ach, Bohnen. Ja, stimmt. Aus Bohnen können wir vielleicht auch Dinge machen. Das Meat würde ich hier lassen. Grass Seeds brauche ich jetzt. Ach, hier haben wir das Bonfire. Das können wir im Garten aufstellen, theoretisch. Oder? Ja, die Spitzhacke muss auch noch. Hier, genau davor so, oder? Warte mal, nee, hier geht der Zaun lang. Ah, es passt nicht ganz. Ich glaube, hier müssen wir noch mal ein bisschen umswitchen. Hier, unter das Ding gibt es gebratene Taube. Nein. Nein. Ich glaube, ich stelle das hier noch mal um. Ich muss mal generell hier auch einfach mal das ganze Zeug aus dem Vorgarten rausmachen. Ah, nein, das wollte ich gar nicht. Ah, jetzt muss ich da Gras pflanzen, sowas Doofes. Ah, da. Moment. Ich mache mal eben unseren Vorgarten wieder schick. So geht das ja hier nicht. Pflanze ich damit ordentliches Gras? Ja, okay. Wir müssen das hier eh machen, weil ich ja sonst die Dinger auch gar nicht stellen kann. Glaube ich. Die Pfosten. Den Zaun. So, dann hätten wir jetzt so. So. So.
Ich mach das erstmal. Oh, jetzt reicht's dafür wieder nicht. Moment. Hatte ich noch genug Holz? Wahrscheinlich nicht, oder? Dach ein bisschen ein. Okay. Ich nehme, was ich kriegen kann. Dann nehme ich den ein. Ist okay. So, schön, dass sich das auch ordentlich verbindet. Das klappt gut. Dann können wir hier ein schönes Lagerfeuer reinstellen und das stelle ich jetzt dahin. So, die Flaggen hier will ich gar nicht, die will ich gern so lassen und die Status finde ich ganz hübsch eigentlich. Ja, brauchen wir Holz wieder. Es tut mir leid, wir kommen schon wieder nicht irgendwo hin. Ich glaube fast, das hier wird wieder eine kleine Bauernvorbereitungsfolge auf die nächste Folge, wo ich dann wahrscheinlich erst lostapseln werde können. Was aber auch gar nicht so schlimm ist, dann kann ich wenigstens, bevor ich auf Erkundungstour gehe, nochmal checken, ob ja alles ruckelt oder nicht. Ich glaube, hier jetzt zum Bauen ist es nicht so schlimm, wenn alles ruckelt, aber auf Entdeckungstour wäre es dann doch unangenehm. Deswegen gar nicht mal so schlecht, wenn wir jetzt noch nicht losstapfen. So, wieder ein bisschen. Naja, komm, ein bisschen noch. Ich glaube, wenn ich auch überlege, dass wir da dann auch wieder Kohle und so weiter draus machen müssen, nehme ich mal ruhig hier mit. Bediene ich mich mal ein bisschen an der Natur. Ein bisschen Nahrung ist auch nicht schlecht, ne? Wenn wir unterwegs sind und angegriffen werden, brauchen wir, glaube ich, auch noch ein paar Bärchen. Oh, ich sehe, da unten ist noch eine Plant Fiber. Moment. So. Wir sind auch ganz schön nackig, ne? Wir laufen hier nur in so einer, ich weiß nicht, haben wir eine Schlüpper an? So eine weiße Schlüpper oder was da ist? Ja, das geht natürlich auch gar nicht. Ja, ich die ganze Zeit in der Schlüpper. Aber wie viel brauche ich denn? Ich hätte mal genau zählen sollen, damit ich hier nicht zu viel mache. Hm, haben wir schon wieder? Kann ich oben auch nicht. Ich kann oben nicht in die Suche was eingeben, ne? Schade. Mann, den einen brauche ich, glaube ich. Ach, schon wieder. Escape aus Versehen gedrückt. Ach so, man kriegt gleich so viele raus. Oh, ich dachte, ich krieg da nur einen. Okay. Nee, das hier sieht doof aus, ne? Das müssten wir, glaube ich, schon umgekehrt machen. Kann ich die Dinger überhaupt absetzen? Markiere ich quasi immer meinen Wohnort? Ich weiß das gar nicht. Okay, ich habe ihn auf jeden Fall noch. Sehr gut. Dann würde ich hier den Zaun. So, das bleibt so. Mm, ja, das hier ist schon okay. Da muss kein Zaun rum. Hier unten, da gucken wir noch. Vielleicht stellen wir es uns auch in den Vorgarten. Vielleicht hängen wir da auch noch hier irgendwie dran, so eine Schmiede oder so. Wir gucken mal. Aber ich würde die schon gern, dass die draußen steht. Aber wir können die quasi hier so ja verbinden, dass das dann, dass man hier rausgehen kann vielleicht und hier dann draußen so die Schmiede dran hat. Fände ich eigentlich, glaube ich, ganz nett. Ich glaube, das könnte man machen. So, kann ich irgendeine Ausrüstung machen? Das sieht gar nicht so aus. Ich habe doch Bones. Ich müsste doch eigentlich... Warte mal. Ach, das ist ja auch hier. Das ist ja gar nicht... Aua. Okay, die Tür gelaufen. Au. Hier muss ich gucken. Ein Skalhelm können wir machen. Wunderbar. Den setzen wir uns gleich mal auf. Ew. Ja, gut. Ist jetzt nicht der hübscheste, aber okay. Moment, gucken wir nochmal neu ran. Ansonsten... Ich mache mir mal Strings. Vielleicht sehen wir dann, ob wir noch was tun können. Fancy Flag brauche ich jetzt nicht. Ein Carpet brauche ich auch nicht. Klo. Und, ach, Lever. Kann ich jetzt aus dem Bedwing und den Strings 2 machen? Mache ich mal. Jetzt kriegen wir Brown Lever Hood. Das ist, glaube ich, ein Helm. Ein grüner. Grüne Lederrüstung. Oh, oh, wir können Robin Hood werden. Ja gut, da haben wir jetzt den anderen Helm. Das wäre Quatsch. Das hier wäre echt schön. Aber oh, da brauche ich noch ein bisschen was. Nee, da geht gerade leider gar nichts. Weder Knochen noch Leder. Also wir müssen echt ein bisschen basteln. Ich hätte eigentlich gern noch mal eine Crate da im Schlafzimmer. Ja, noch mal so eine. Und dann können wir nämlich... Huh, wo ist sie denn? Hallo? Dann können wir da... Die stellen wir mal hier hin. Dann machen wir hier einfach so Clove-Sachen hin. Also die Sachen, die wir für die Puppe brauchen und so. Das Jelly brauchen wir da scheinbar auch. Plant Fiber für die Strings, ja. Und Bones lege ich mal hier rein. Dann würde ich hier... Hier ist auch Green Jelly drin. Rawmeat ist okay. Samen können die mit dazu... Das brauche ich eigentlich alles draußen. Das macht keinen Sinn. Die stelle ich hier noch rein. Holz brauche ich gerade nicht. Das kann von mir aus hier erstmal rein. Die Spitzhacke auch. So.
Und dann würde ich. Hier ist ja, glaube ich, dann. Ach, hier habe ich auch noch ein Barrel. Ja, dann lasse ich die Barrels hier stehen. Ja, komm. So, und da kommen Steine, Kohle, das da. Achso, und Jelly. Ich will mich komplett leer machen, damit wir quasi wirklich mit leerem Gepäck losrendern. Muss man so machen. Bäh. Viel passt hier auch nicht in die Kisten. Wir müssen, glaube ich, doch nochmal auch die größere Kiste da noch machen. So. Ja, jetzt hätten wir zumindest einen Helm. Ich meine, wir können auch noch... Achso, ich habe ja Wood. Aber wo mache ich denn jetzt die Wood-Rüstung? Warte mal, wenn ich das jetzt habe, war das doch hier? Ah, hier unten ist die Wood... Achso, auch Leder. Okay. Ja, na gut. Ein Empty Shelf, kann man da was lagern, ist die Frage. Wir könnten noch ein Holzschwert machen. Ist das sinnvoll? Ich meine, der Bogen gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob das Schwert jetzt... Dann bräuchten wir eigentlich auch ein Schild. Ein Leder? Habe ich ein Leder noch? Oder habe ich beide verbraucht? Ich habe sogar Leder. Okay, komm, wir machen uns mal, glaube ich, ein Schild. Ich weiß nur nicht, ob wir das Schild mit dem Bogen gleichzeitig tragen können. Gucken wir mal. Ah, jetzt, okay, wir nehmen das Schild. Okay, ich verstehe. Ja, dafür reicht es jetzt leider nicht mehr für Schwert. Okay, aber wir haben zumindest erstmal ein bisschen Schutz, zumindest wenn wir was anderes in der Hand haben. Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so von Vorteil ist. Könnten noch ein bisschen Holz, dann machen wir uns zumindest noch das Schwert. Wir haben ja noch, ein paar Minuten haben wir noch. Wie gesagt, wir können heute ja eh nicht mehr losstapfen. Dann holen wir uns doch noch ein bisschen Holz. So, dann machen wir uns noch ein Schwert. Dann haben wir wenigstens einmal Nahkampf, einmal Fernkampf. Wir haben es ja auch nicht eilig. Wir haben ja eine ganze Welt vor uns. Wir haben ja keine Hauptquest, wo es jetzt heißt, los, geh los und rette Zelda oder so. Also, wir haben ja Zeit. Guck mal, wir können sogar hier schon das Eisen mitnehmen. Vielleicht können wir uns da sogar noch was Nettes draus machen. Sehr cool. Das funktioniert. Kupferaxt können wir tatsächlich jetzt das Eisen abbauen, auch wenn es lange dauert. Iron Ore. Ja, es ist tatsächlich Eisen. Schön. Das freut mich doch sehr, dass das funktioniert. Wunderbar. Aber mit 4 Stück können wir wahrscheinlich nicht so viel anfangen. Naja, wir gehen ja dann auch, ne? Vor allem die Tour soll auch, glaube ich, so ein bisschen sein für mich, damit wir Rohstoffe sammeln. Neue. Und neue Sachen draus basteln können. Zum Beispiel Eisen. Wenn wir erstmal richtig schnieke Eisenrüstung haben, dann geht's ab. Dann nieten wir hier den ganzen Wald einfach um. Wir planieren auch noch alles. Wir planieren hier alles. Wir bauen eine große Stadt auf. Oder einfach einen großen Laden oder sowas. Wir bauen Ikea hier hin. Ja genau, wir können auch Möbel machen. Wir bauen Ikea von Tinkertown und da kommen dann alle und kaufen sich die Möbel von uns. Holzmöbel. Oh, da hätten wir einen Gott. Oh, und hier, ganz viel Kohle. Ich wollte doch gar nicht so weit weg von zu Hause. Minu. Aber das Dorf hier würde ich schon gerne auseinandernehmen. Schaffen wir das? Das sind, wie viele Goblins sind es denn? Kann ich die, vielleicht kann ich die einzeln ein bisschen rauspullen. Ich muss ja erstmal, muss ich einen Weg schaffen. Dann gucken wir mal, wie viele das sind. Einer nur, oder? Ach, sind die jetzt schlafen gegangen vielleicht, weil jetzt Tag ist? Das könnte natürlich sein. Oh, guck mal, da haben wir sogar gesehen, wie er gerade rot wurde und die Attacke aufgeladen hat. Ah, spannend. Oh. Es könnte natürlich sein, dass weil jetzt Tag ist, dass die alle ins Bett gewandert sind. Cool. Das heißt, ich kann jetzt einfach alles... Ach nee, da oben. Da oben steht er. Okay. Ich habe schon gedacht, das waren noch 2. Okay, solange er uns nicht mitkriegt, ist alles okay. Jetzt wahrscheinlich, wenn wir das Zelt abreißen. Aber dann können wir schnell abhauen. ich habe nichts getan. Ich, Das sollte so. Ich bin Umzugsfirma. Mir wurde gesagt, das soll weg. Ich bin mir ganz sicher, dass das alles seine Richtigkeit hat. Oh, okay. Ich habe den Busch abgerissen. Oh Gott, ich darf nicht so nah ran hier. Oh, der heilt sich wieder. Habt ihr das gerade gesehen? Aber ich glaube, der hat irgendwie... Ja, der... Okay, das war ja gerade komisch. Der hat das Interesse einfach verloren gerade. Ja, gut. Das war gerade ein bisschen seltsam. Aber wir haben ganz viel Zeug bekommen. Das ist schön. Vielleicht können wir ja schon was damit anfangen. Und ich würde gerne gucken,
Ja, Iron, weil ich würde gerne sehen, was dann freigeschaltet wird. Moment. Iron Axe, okay. Wir haben jetzt Kupfer- und Eisensachen. Iron Pickaxe. Iron Circlet auch. Was auch immer wir damit machen. Iron Gates. Okay. Machen wir noch ein bisschen Kohle fürs nächste Mal. Also hier haben wir jetzt die Eisensachen. Ja gut, da brauche ich 15. Hui. Iron Gates könnten wir schon machen, aber wozu? So, dann würde ich hier nochmal umswitchen. Dann kommen da jetzt nur... Oh, hä, irgendwas wie viel falsch gerade? Moment. Ich will nur daran. So. Warte mal, die Kohle können wir schon da reinlegen. So. Hier mache ich mal Steine rein. Okay. Dann kurz wieder nach oben. Oh, wir haben auch wieder Bäumchen mitgenommen, sehe ich gerade. Oh, das sind verschiedene Saplings. Okay. Nee, hier sind die Sachen gar nicht drin. Ich wollte erstmal zusammenpacken quasi. Warte mal. Strings haben wir so bekommen, wie sie sind, tatsächlich fertiger. Können wir damit was machen? Jetzt. Oh, geht nur einmal Leder. Okay. Wir können auch Clove ein paar machen. Bringt uns das was? Einfach mal vorbereiten quasi. Oh ja, wir kriegen Skeleton Boots. Wunderbar. Noch ein Ausrüstungsgegenstand mehr, aber den sehen wir gerade nicht. Warte mal. Nee, die sind nicht... Oder? Warte, sind das jetzt die blauen? Nee, blau haben wir vorher schon an, oder? Okay, ich glaube, das sieht man nicht wirklich. Naja, gut. Nee, nicht. So, das da hinten. Wieso habe ich jetzt schon... Ach, das Bonfire... Ah, ich verstehe. Das Bonfire habe ich von denen. Okay. Nee, Holz, da wollte ich noch hier schauen. Das Leder. Und mein Holzschwert ist jetzt hier. So, jetzt machen wir uns ein Holzschwert. Das kommt hier rein. Die Saplings, ja, die lasse ich jetzt mal. Dann hier einmal Plätze tauschen. Ich mach mal so rum. So, dann wäre das jetzt unsere Nahkampfausrüstung. Und das unser Bogen. Ja, schick. Dann können wir in der nächsten Folge auf jeden Fall losziehen und mal ein bisschen die Umgebung weitläufiger erkunden als jetzt. Aber, ja, jetzt ist Schlafenszeit. Ihr seht ja, es wird duster gerade. Also dann, erstmal speichern. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, gern Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.